Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor 6 Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen zu einem neuen Interview heute. Ich habe mir den Bernd eingeladen vom Blog Farbenhaut. Vielleicht kennst du den Blog ja auch schon. Farbenhaut gibt es nämlich schon seit 2017 und der Blog richtet sich vor allem an Schuppenflechte-Betroffene. Und von denen gibt es ja in Deutschland ca. 2 Millionen, also nicht gerade wenig. Und Bernd und sein Team, die haben es sich zur Mission gemacht, mit Farbenhaut weltweit die erste digitale Plattform zu sein, die alle nötigen Informationen, Produkte und Dienstleister und Therapiemöglichkeiten für Psoriasis zugänglich zu machen. Also zusammengefasst kann man irgendwie so ein bisschen sagen, Farbenhaut will das Leben der Menschen mit Schuppenflechte einfacher machen. Und vor allem gefällt mir da natürlich auch noch dran, dass Farbenhaut diese gesellschaftliche Akzeptanz für Hautthemen und vor allem Psoriasis erhöhen möchte. Diese Vorsätze und diese Werte stimmen mit mir so überein, dass ich mich total freue, heute Bernd hier im Podcast zu haben, der übrigens selbst Schuppenflechte hat und ja persönlich, also aus persönlichen Erfahrungen heute, seinen Werdegang, seine Erfahrungen und vielleicht auch Lösungswege mit seiner Schuppenflechte zu teilen. Herzlich willkommen, Bernd. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Wir haben ja auch schon mal bei Instagram zusammen ein Live-Video gemacht. Mhm. Wir kennen uns also schon und ich weiß auch schon, was ich dich heute alles fragen möchte. Es wird auf jeden Fall auch darum gehen, dass du deine persönlichen Erfahrungen teilen sollst, sage ich jetzt mal. Das ist ja sowieso immer das Beste. Ja, gerne. Ich möchte dich auch so ein bisschen fragen, ja, ob es Methoden gibt, sozusagen irgendwelche Therapiemöglichkeiten, die du für wertvoll hältst und die du vielleicht auch auf dem Blog Farbenhaut mit deinem Team, von denen du berichtest. Und ich möchte einfach deine persönliche Meinung dazu wissen, wie du mit Stress umgehst, wie du mit deiner Haut umgehst, weil davon können die meisten, denke ich mal, am meisten mitnehmen, ne, aus einer persönlichen Meinung. Genau. Ich würde gerne mal damit anfangen. Kannst du noch einmal erklären, was Schuppenflechte denn genau ist? Also woran erkennt man, dass man vielleicht Schuppenflechte hat, wenn man es noch gar nicht weiß? Genau. Also per se ist Schuppenflechte eine Hautkrankheit, die daher kommt, dass ich bestimmte Entzündungsmarker im Körper zu viel habe. Im Endeffekt greift das Immunsystem sich ein Stück weit selbst an, führt dann dazu, dass meine Haut einfach viel zu schnell erneuert wird. Sprich, ich glaube, so 4 bis 5 Mal schneller als bei einem Menschen ohne Psoriasis. Mhm. Und das führt dann eben zu einer Entzündung auf der Haut mit diesen bekannten roten Hautstellen und den silbrig-weißen Hautschuppen. Mhm. Okay, und da gibt es dann auch verschiedene Formen von oder Arten, kann das sein? Genau, also insgesamt gibt es 5 klassische Formen der Schuppenflechte, die sie eben alle ein bisschen anders zeigen. Und es gibt dann noch eine 6. Form, die Psoriasis arthritis, die quasi mit Gelenkbeschwerden einhergeht. Also in Kontakt mit meinen Coaches habe ich auf jeden Fall am häufigsten diese normale Psoriasis, ja. Und die auf dem Kopf. Also auf der Kopfhaut, ne? Ja. Sind das auch so die meist verbreitetsten oder ist das jetzt hier nur so in meinem Kreis? Nö, also die normale oder gewöhnliche Psoriasis ist quasi die Psoriasis vulgaris, nennt sich die. Mhm. Die haben, ich müsste jetzt lügen, glaube ich, so um die 80% aller Betroffenen leiden unter der Form. Also die ist wirklich weit vorne dabei und auf der Kopfhaut ist eigentlich die gleiche Form, das ist jetzt keine eigene Form, sondern ist auch die normale Psoriasis, aber das ist auch eine der Stellen, die quasi klassischerweise ganz, ganz oft betroffen ist. Okay, und welche Form hast du? Ich quasi gehöre zum Durchschnitt. Der Durchschnitt. Okay, was sind denn die Ursachen für Psoriasis? Kann man das verallgemeinern oder kannst du bei deinem bei deiner eigenen Schuppenflechte sagen, was die Ursachen sind? Genau, also per se gibt es zwei Möglichkeiten. Die weit verbreitete ist einfach eine genetische Veranlagung. Bei mir ist es so, in meiner Familie hatten oder haben quasi einige Leute Schuppenflechte.
Und der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und das ist bei der Psoriasis ganz, ganz extrem der Fall. Also je mehr Leute du in der Familie quasi hast, die Schuppenflechte haben, desto höher dein Risiko auch dran zu erkranken. Und genau die zweite Möglichkeit ist, bei einigen Patienten tritt es einfach auch später im Leben auf. Und da muss nicht unbedingt eine genetische Veranlagung vorhanden sein. Da reicht, wenn quasi gewisse Auslöser auf dich zutreffen. Okay. Und was sind das denn für Auslöser zum Beispiel? Da gibt es eine ganze Palette an Auslösern, die quasi auf deinen Körper Einfluss nehmen. Zum Beispiel die Ernährung ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Was ist ich so? Die ganze Zeit trinke ich viel Alkohol, rauche ich vielleicht. Das sind ja allgemein jetzt nicht die besten Stoffe für den Körper. Genau. Habe ich viel Stress? Wie ist mein Lebensstil? Welche anderen Erkrankungen habe ich? Nehme ich vielleicht Medikamente ein, die Schuppenflechte beeinflussen kann? Welche Umweltgifte gibt es bei mir in der Umgebung? Welche Schwermetalle quasi sind vielleicht im Körper abgelagert, weil ich jahrelang irgendwie eine Uhr getragen habe oder aus einer Aluminiumflasche trinke? Also es sind alles so Faktoren, die das Ganze mit beeinflussen können. Also kann man, also für mich klingt das auch ähnlich wie bei der Neurodermitis, dass das dann wie so ein Fass ist, was irgendwann überläuft und dann sozusagen sich auf der Haut zeigt. Kann man aber die Schuppenflechte auch schon von Geburt an haben oder ist das eher dann, dass das später auftaucht? Nö, quasi, es gibt auch die Form bei Babys. Da ist die Chance aber relativ groß, dass es wieder weggeht. Aber kannst du quasi, du wirst im Regelfall damit geboren, ob es wirklich dann schon zeigt als Baby oder erst irgendwie wie bei mir mit 7 ausbricht oder erst mit 40 oder nie. Das ist irgendwie genau wie du beschrieben hast, das Fass, das überläuft und das Fass ist bei jedem irgendwie so ein Stück weit anders groß. Es ist aber spannend, dass das dann bei Babys oder Neugeborenen dann relativ gut wieder weggeht, weil das ist zum Beispiel bei Neurodermitis ganz anders. Wenn du das als früh, schon so früh hast, dann ist das eigentlich prädestiniert dafür, dass du es schwer los wirst, leider Gottes. Weißt du, womit das zusammenhängen könnte? Weiß ich leider nicht, woran das genau liegt, warum das bei Babys, okay. Nee. Na gut, dann ist es jetzt einfach mal so, wie es ist. Und du hast es auf jeden Fall so dann im Kindesalter bekommen, mit 7 hast du gesagt, ne? Ist ja meistens so die Zeit, wo man in die Schule kommt. Hast du da irgendeinen Zusammenhang entdeckt für dich, ob da mehr Stress auf einmal für dich im Leben war oder so? Das ist eine gute Frage. Also so ganz erinnern, daran kann ich mich nicht. Es ist ja jetzt doch schon ein paar Jahre zurück. Echt? Also ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Also es war dann relativ klar bei mir, nachdem mein Vater betroffen war, andere Verwandte waren noch betroffen, dass quasi die paar Stellen, die ich hatte als 7- oder 8-Jähriger, dass das Schuppenflechte ist und ist dann erstmal die ersten paar Jahre auch stabil geblieben quasi. Okay, was wurde denn dann gemacht? Wie wurde denn mit dir dann vorgegangen sozusagen? Deine Eltern sind ja sicher zum Arzt gegangen oder haben sich dann gekümmert. Was wurde da gemacht? Genau, also der Arzt hat sich es angesehen, hat kurz mit uns gesprochen und war dann relativ eindeutig, dass es Schuppenflechte ist, eben auch durch die Veranlagung und nachdem quasi wir erzählt haben, es gibt mehr Fälle in der Familie, dann war die Diagnose quasi wirklich sehr, sehr straightforward und sehr, sehr einfach. Genau, und dann am Anfang war es bei mir noch relativ wenig, wie gesagt, da waren es dann eher so Pflegecremes und so weiter. Da ging es erstmal darum, einfach zu wissen, was ist es und so ein bisschen zu pflegen. Da war es jetzt noch nicht so schlimm. Das kam dann erst die Jahre später. Ja, wann wurde es dann bei dir schlimmer? Ich hatte irgendwie so 3 oder 4 größere Entwicklungen. Also es war immer irgendwie jahrelang stabil bei mir, von 7 bis, ich würde mal sagen, 14. Da wurde es dann irgendwie schlechter. Dann hat es auf einmal auf den Armen ausgebreitet. So mit 19, 20 wurde es dann nochmal ein bisschen schlechter. Und so mit Mitte, Ende 20 wurde es dann nochmal schlechter. Also irgendwie in so regelmäßig, unregelmäßigen Abständen innerhalb von wenigen Wochen. Und ist dann quasi immer auf dem höheren Niveau stabil geblieben wieder für ein paar Jahre. Es
ist ganz interessant, ne? Kennst du die? Ich weiß gar nicht mehr, woher ich das mal gehört habe, dass alle 7 Jahre sich so die Zellen einmal so verändern. Also ich meine, die Zellen erneuern sich ja bei uns sowieso täglich, ja. Aber das dann irgendwie, es gibt so, kennst du das? So ein Satz, irgendwie alle 7 Jahre verändern sich die Zellen im Körper komplett oder sowas. Naja. Ich habe mal davon gehört, ich habe es mit der Ernährung oder mit so den Geschmacksnerven verbinde ich auch, dass alle 7 Jahre sich die Geschmacksnerven verändern. Oh Gott, vielleicht deswegen auch das 7. verflixte Beziehungsjahr, weil sich mein Geschmacksnerv dann verändert. Das kann sein, dass man dann auf einen anderen Frauentyp quasi. Na gut, wer weiß. Aber auf jeden Fall finde ich es ganz spannend, dass das dann halt immer so in so einem, ich sage jetzt mal, in so einem gewissen Grad eine Zeit lang stabil war und dann schlechter geworden ist. Und wie ist es jetzt dazu gekommen, dass du Farbenhaut ins Leben gerufen hast? Hast du dich da quasi berufen gefühlt? genau, wie war deine Motivation? Die Motivation besteht schon echt lange. Weil ich wollte immer sehr viel wissen über die Krankheit. Also bei mir wurde relativ bald bewusst, wie wichtig Wissen bezüglich der Krankheit ist. Und habe dann irgendwie gesucht und am Anfang noch ganz analog, irgendwie mit 14, da gab es ja Internet noch nicht so wirklich. Und habe irgendwie kaum was gefunden oder irgendwie nicht verstanden, weil es irgendwie für Ärzte geschrieben wurde und ich die ganzen Worte einfach damals nicht verstanden habe. Und wollte auch ein bisschen die Perspektive der Betroffenen irgendwie mal wissen, weil ich habe mir gedacht, kann doch nicht sein, dass ich der Einzige bin und keine Ahnung, das Problem, das ich habe, das müssen doch auch irgendwie andere Menschen haben. Und genau, und es hat mich dann irgendwann veranlasst, Farbenhaut ins Leben zu rufen. Leider irgendwie habe ich die Idee ein bisschen länger mit rumgetragen und dann 2017 haben wir gedacht, komm, jetzt fang's einfach mal an. Weil so die technischen Methoden wurden ja auch immer erleichtert, sich so ein WordPress-Blog irgendwie aufzustellen. War irgendwie eine Sache von einer Woche und ein paar Sachen zu erledigen und dann war innerhalb von einem Monat das quasi geboren. Auf einmal war es da. Genau. Okay, und bist du dadurch dann auch zu mehr Infos gekommen? Also weißt du, man beschäftigt sich ja dann automatisch durch seinen selbstgewählten Beruf sozusagen, wenn es ist, ja, machst du ja heutzutage auch schon, ist ja Vollzeit sozusagen, glaube ich, dass du dich natürlich logischerweise auch mehr mit dem Thema beschäftigst. Hast du dann vieles Neues für dich auch erfahren können? Ja, also ich war ja immer schon relativ gut quasi, ich bin so der Typ, wenn ich irgendwas habe oder mache, dann will ich ganz viel darüber wissen. Also ich wusste schon sehr, sehr viel über die Krankheit, aber wie du schon sagst, ich habe mir im letzten Jahr, aber auch die letzten 3 Jahre sehr, sehr viel mit der Krankheit beschäftigt und habe unglaublich viel gelernt und unser Ansatz bei Farbenhaut ist ja, einfach viel Experten immer mit an Bord holen, weil wir wissen einfach nicht alles und wollen einfach genau gezielt Leute mit ins Boot holen, die einfach die Sachen besser wissen, weil sie viel damit tun. Und gerade von so Menschen habe ich so viel gelernt und einfach so viel Dinge erfahren. Ist einfach unglaublich spannend und das Krankheitsbild ist halt auch so groß, so ganz verschieden, hat ganz viele Aspekte, von dem her ist da irgendwie schwer, irgendwann mal komplett alles zu wissen. Ja, hast du dann auch durch den Blog Menschen kennengelernt, die das für sich, ich sage jetzt mal, geheilt haben oder in den Griff bekommen haben, die dir dann geschrieben haben, ja, ich hatte das auch und das hat mir geholfen. Also gibt es auch so ganz positive Beispiele sozusagen, die du dann erleben durftest? Auf jeden Fall. Also gibt es immer wieder, sei es Leute, die einfach eine Therapie gefunden haben für sich, sagen, die hilft mir und macht mein Leben so viel leichter und erhöht meine Lebensqualität so viel. Gibt aber auch Menschen, die sagen, ich habe meine Ernährung umgestellt und war total der Kampf und hat jahrelang gedauert, aber jetzt habe ich eine Ernährung gefunden und meine Haut ist einfach stabil. Das ist doch schön zu hören, dass es Hoffnung gibt, sozusagen. Ja, sehr viel Hoffnung. Sehr schön. Also würdest du sagen, man muss irgendwie so seine eigene Therapieform für sich finden? Und hast du deine gefunden? Genau, also ich würde auf jeden Fall sagen, jede Psoriasis, jeder Körper ist anders. Ich glaube ganz fest daran, dass jeder quasi dran arbeiten muss, viel Wissen aufbauen sollte, um einfach die Krankheitsgeschichte aktiv mitzuschreiben. Also
Wenn ich so drüber nachdenke, wenn ich früher zum Arzt gegangen bin, dann quasi bin ich einfach passiv da gesessen und heute, wenn ich zum Arzt gehe, dann kann ich mit dem einfach sprechen. Und die Ärzte, bei denen ich zum Beispiel bin, die hören mir auch zu und die sagen, okay, wenn sie das sagen, dann überlegen wir uns das mal. Also okay. Das ist total wichtig. Und genauso ist auch mit anderen Methoden, Ernährung und so weiter, dass man da einfach sich viel Wissen aufbauen sollte. Und das war auch einer der Gründe, Farbenhaut eben ins Leben zu rufen, um das für die Leute leichter zu machen. Voll gut. Also das finde ich ganz stark, weil ich das auch früher als Neurodermitikerin, also als ich noch jünger war, so gefühlt überhaupt keinen Anhaltspunkt hatte oder gar keine Community. Das gab es halt irgendwie damals noch nicht. Und heute kann man sich so ein bisschen sammeln und sich nicht mehr so alleine fühlen mit dem Thema. Ich glaube, das macht auch schon ganz viel. Würdest du denn sagen, bist du denn jetzt gerade an einem Punkt, wo du sagst, ich habe es gut im Griff und mir geht's gut damit? Genau, und was hat dir vielleicht auch geholfen auf dem Weg? Auch wenn es viele Steps waren, aber... Genau, es waren sehr, sehr viele Steps die letzten knapp 30 Jahre. Bin aktuell sehr, sehr zufrieden. Eben eine Mischung aus jahrelang rumprobiert mit Ernährung, mit Stressabbau und so weiter. Habe auch eine Therapie seit 2-3 Jahren, die gut hilft. Und so das Gesamtkonzept ist gut. Ich bin noch nicht am Ende, wo ich gern hin möchte, weil aktuell quasi geht es ja eher um die Symptombehandlung. Mhm. Und ich beschäftige mich gerade auch sehr, sehr stark mit dem Thema Ursachen bei Psoriasis, um einfach mal, die Wurzel quasi des Übels kennenzulernen und nicht immer nur oben die Triebe quasi zu schneiden. Mhm. Ja, total. Also das ist ja, denke ich, auch immer wieder ist ja auf jeden Fall mein Ansatz, zumindest in der Ursachenforschung, was die Emotionen angeht. Da gibt es ja dann auch wieder verschiedenste Ursachen sozusagen. Aber magst du auch vielleicht verraten, was die Therapieform ist? Ich weiß auch, dass es auf eurem Blog da Artikel zu gibt. Also ihr könnt da auch gerne mal euch durchstöbern. Da könnt ihr auch richtig oben in der Menüleiste, könnt ihr das auswählen, glaube ich zumindest, dass ich das da so entdeckt hatte. Ja. Aber was machst du denn da gerade, was dir hilft? Also ich bin gerade, ich bekomme Biologikas, nennt sich das. Das ist eine relativ neue Form der Therapie. Gibt es irgendwie seit 10, 15 Jahren erst. Die gibt es bei mir in meinem Fall in Spritzenform und die unterdrücken eben so einen Mini-Teil des Immunsystems, der eben dafür verantwortlich ist, dass meine Haut sich zu schnell erneuert. Mhm. Spannend. Und wie lange machst du das jetzt schon? Ich bin jetzt so, lass mich überlegen, glaube so 1,5 Jahre. Mhm. Circa. Spannend. Und das macht man dann jetzt quasi für immer oder ist das eine Zeitspanne, in der man diese Therapieform einsetzt? Das ist die Frage. Also per se, sind die Therapien mit Biologikas für die Langzeitanwendung geeignet? Für mich persönlich ist es keine Lösung auf Dauer, weil, wie gesagt, ich würde gerne mal die Ursachen kennenlernen und nicht nur immer die Symptome behandeln. Ja, voll gut. Das ist ein gutes Ziel. Ich habe vorhin auch so gedacht, als du gesagt hast, die Krankheitsgeschichte mitschreiben, fand ich schon mega. Aber sag doch nächstes Mal die Gesundheitsgeschichte oder von der Krankheitsgeschichte zur Gesundheitsgeschichte. Da ist immer so, man rutscht immer so ein negatives Bild ab und man sagt immer, ich leide unter der Krankheit und ich leide nicht unter Psoriasis, sondern ich hab's halt. Und bin jetzt nicht perfekt, nicht gut, aber ich lebe gut. Also, ja, voll. Also ich kenne es ja selbst, man identifiziert sich auf einmal mit all diesen Sachen und man ist irgendwie die Krankheit und so weiter. Kenne ich total. Und hat das denn eigentlich auch, ich weiß es ja selbst, dass es so eine Einflüsse gibt, aber hast du das Gefühl gehabt, die Schuppenflechte hat deinen Berufsweg beeinflusst? Also jetzt logisch, du machst Farbenhaut, aber vorher negativ oder positiv? Wurden dir irgendwelche Hürden gesetzt deswegen oder Mobbing oder irgendwie sowas? Hast du sowas erlebt? Ich muss tatsächlich sagen, ich kann von kaum schlechten Erfahrungen berichten. Sehr gut. Ich habe mir auch nie irgendwie eingeschränkt, meine Hautkrankheit, sei es bei der Berufswahl, sei es bei Sport oder sonstigen Sachen. Also war natürlich irgendwann immer eine gewisse Überwindung dabei, gerade wenn man halt irgendwie dann ins,
ins Schwimmbad geht, der große Klassiker, wo man halt sehr, sehr viel Haut zeigen muss. Die waren immer die ersten 5 Minuten furchtbar, aber dann haben wir gedacht, komm, was soll's, ja. Ja, und ab durch die Angst sozusagen. Genau. Das ist aber wichtig, weil ich glaube, man neigt dann schnell dazu, oder viele Menschen neigen dazu, sich dann zu verkriechen, und das kommt dann schnell in so ein, man kommt dann schnell in so einen psychischen Teufelskreislauf irgendwie so rein, ne? Ja. Und das habe ich auch bei euch auf dem Blog entdeckt. Das fand ich total spannend. Stress ist ja ein großer Faktor, hast du ja am Anfang auch schon erwähnt. Und ich finde auch, das kann man fast als Oberbegriff nennen, weil ob es jetzt Stress ist durch die Arbeit oder durch die Ernährung, ist es Stress sozusagen, was den Körper ja beeinflusst. Und auf dem Blog habe ich, auf Farbenhaut habe ich gelesen, dass ja auch viele Patienten Besserung ihres Hautbildes gezeigt, also verzeichnen konnten, als sie den Stress oder die Faktoren, die ihnen Stress machen, reduzieren konnten. Und dann ist das wie so ein Kreislauf ja auch, ne? Also Schuppenflechte löst irgendwie Stress aus und Stress löst aber auch Schuppenflechte aus. Also ist genauso wie auch bei Neurodermitis und anderen Hautthemen. Was tust du denn, wenn du spürst, du stresst dich, du kommst in negative Gedanken rein? Was tust du, um da rauszukommen? Es gibt verschiedene Methoden. Also ich versuche Sport zu machen, was irgendwie aktuell nicht so gut funktioniert, weil ich faul bin. Aber so Dinge wie, ich gehe raus, gehe an die frische Luft, gehe eine Stunde spazieren. Also muss gar nicht irgendwie großartig Sport sein, aber einfach mal den Kopf freikriegen. Und also bin viel mit Freunden unterwegs. Das ist so meine Therapie gegen Stress und so mein Mittel, mein Leben etwas zu entschleunigen. Ganz wichtig, glaube ich auch. Also ich bin ja auch prädestiniert dafür, in Stress reinzurutschen. Ich habe übrigens letztens einen super spannenden Begriff gehört in einem Vorgespräch für ein Coaching. Diejenige hat gesagt, ihr Arzt hätte ihr gesagt, sie ist stresssüchtig. Sie hat auch Hautthemen. Ich dachte so, what? Okay, also erstmal voll die krasse Diagnose. Und zweitens finde ich es aber auch irgendwo interessant, weil ich werde mich damit auf jeden Fall mal ein bisschen beschäftigen, weil ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Ich bin auf jeden Fall ein Mensch, der eher dazu tendiert, keine Ahnung, ich bin zwar ein geerdeter Typ so und viele sagen, ich strahle was Entspanntes aus und so, aber mein Freund weiß es besser und sagt, die kann ja nicht mal irgendwie stillsitzen, auch mal am Wochenende und so, ich lerne das nach und nach. Verstehst du, was ich meine? Dass man bist du auch so jemand, der viel mal macht und so ein bisschen unter Spannung steht? Also ich würde fast auch so weit gehen, ich bin jetzt nicht nach Stress süchtig, aber ich brauche Stress bis zu einem gewissen Punkt. Also wenn ich mal so einen leeren Tag habe und muss irgendwie 3 Sachen erledigen, dann fällt mir das unglaublich schwer, die Sachen zu erledigen, wenn ich so viel Zeit habe. Wenn ich allerdings weiß, mein Tag ist mega voll, ich muss 310 Sachen erledigen, dann und weiß, es geht, dann sind die am Abend erledigt und quasi effektiv erledigt. Und deswegen brauche ich so einen gewissen Stress, was natürlich immer so ein Drahtseilakt irgendwie bei mir zumindest ist, weil zu viel Stress ist schlecht, zu wenig Stress ist schlecht, also so quasi das Niveau so weit hochhalten, dass es passt. Ja, das ist die Kunst der Dinge, also wirklich die Kunst im Leben, so diese goldene Mitte irgendwie zu finden. Und es gibt ja auch positiven Stress, das darf man ja nicht vergessen, also na gut, und da wollte ich nur kurz sagen, wenn ich jetzt sehr im Stress bin, das stört mich, also der größte Stress, der mich stört, ist eigentlich meine großen Ansprüche an mich selbst und wenn ich so Druck mir selber mache, gar nicht so To-Dos oder irgendwelche Erledigungen, das stresst mich gar nicht, weil ich mache gerne Dinge, aber das stresst mich, meine Gedanken, wenn die negativ werden, und dann fange ich einfach an, mir laut Musik aufzudrehen zu Hause und fange an zu tanzen, das hilft mir voll. Ja, sehr gut. Klingt sehr, sehr hilfreich. Also Bewegung halt, ne? Irgendwie so raus aus dem Kopf, rein in den Körper irgendwie mal und so abschütteln, das hilft, denke ich, ganz gut. Ja, einfach die Situation wechseln. Also ich kenne es auch, wenn du quasi in einer Situation drinsteckst und irgendwie so ein bisschen am Verzweifeln bist, weil du, wie du gesagt hast, irgendwie deine Ansprüche mega hoch sind. Und das bringt nichts, einfach sitzen zu bleiben, sondern du musst einfach Situation wechseln. Von mir aus kochen oder laute Musik und tanzen oder raus.
aber nicht quasi einfach weitermachen und hoffen, dass es besser wird. Ja, genau, das sehe ich genauso. Rauszoomen auch manchmal, wenn man zu sehr so drin ist in irgendeinem Problem, dass man mal so von oben raufschaut, weil meistens ist es gar nicht so ein Problem, was jetzt so zu so einem Stress führen muss. Naja, da gibt es so den ein oder anderen Trick auf jeden Fall. Und ich denke, bei Schuppenflechte ist ja der Juckreiz auch ein Thema, oder? Also das juckt ja wahrscheinlich auch, ne? Ja. Ja, okay, gut. Gibt es denn da vielleicht jetzt auch durch Farbenhaut, vielleicht hast du ja da Infos, die ich noch nicht habe. Was gibt es denn gegen Juckreiz? Was kann man denn da machen? Also per se ist natürlich die Hautpflege mega wichtig. Das ist bei Neurodermitis ja nichts anderes. Einfach gute Produkte für sich zu finden, die helfen, vielleicht auch nicht die allerbilligsten synthetisch hergestellten Cremes irgendwie für 79 Cent, sondern etwas höherwertiges, das einfach das bisschen gegen den Juckreiz anwirkt. Das ist die Grundlage. Natürlich ist sowas wie Sport und sich bewegen ist immer gut. Also es ist eigentlich wie beim Stress, dass man einfach sich ablenken muss und so ein bisschen, bisschen was anderes tun sollte. Ja, den Fokus vielleicht auch einfach weglenken von dem, was einen gerade reizt. So, ne? Ist ja Juckreiz, ist irgendein Reiz, ja, von wo auch immer der jetzt kommt gerade, innen, außen oder vom Kopf oder was weiß ich, dass man da den Fokus weglenkt, ja. Das stimmt auf alle Fälle. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und manchmal ist es wirklich so, es fängt zu jucken an und dann beginnt so ein Kopfding. Weil dann denkst du, oh Gott, es juckt und es hört nicht auf und du denkst, ich kratze mich jetzt nicht und denkst aber die ganze Zeit dran, dass ich mich nicht kratzen soll. Ja, klar. Und das ist auch wieder so eine Spirale. Und also gerade wenn ich in so einem Meeting sitze oder so, wo quasi mir Leute gegenüber sitzen, dann ist das halt einfach manchmal furchtbar und dann muss ich mich quasi innerlich irgendwie ablenken und dann irgendwann 3 Minuten später ist es weg, dann spüre ich den nicht mehr. Aber solange ich dran denke, juckt's. Ja. Also was unsere Haut nicht mit uns macht, oder? Es ist ja verrückt. Na gut, und ich habe auch gesehen, dass ihr schon auch so ein paar Hautpflegeprodukte nicht empfiehlt, aber einfach davon berichtet oder in eure Top-10-Liste packt. Und da sind auch alles natürliche Sachen dabei. Ne? Mhm. Also ich habe da was gelesen von Kamillencreme bis Schwarzkümmelöl, also so ganz viele verschiedene interessante Sachen. Mhm. Und da ist wahrscheinlich auch wieder individuell auszutesten, was gut tut, ne? Nehme ich an. Ja, oder was würdest du da sagen? Nö, also das Ding ist ja, jede Schuppenflechte ist anders, jeder Körper ist anders, jeder Auslöser ist oder jeder hat andere Auslöser. Von dem her ist es einfach ein blödes Thema, aber jeder muss so ein Stück weit für sich selbst rausfinden, was für ihn quasi gut ist und was nicht gut ist. Also wir versuchen das so ein bisschen zu testen. Wir machen so Produkttests, zum Beispiel bei Farbenhaut mit Cremes und so weiter, um einfach zu schauen, wenn man bei 50 Personen irgendwie das testet und 30 finden es gut, dann ist die Chance quasi, wenn du es nutzt, auch schon mal höher, als wenn du irgendein Produkt für dich ausprobieren musst. Und das ist so, wir wollen quasi das so ein bisschen erleichtern zumindest. Ja, wenigstens schon mal einen Rahmen schaffen, ne? Weil sonst steht man vor 1 Milliarde Möglichkeiten und dann entscheidet man sich gar nicht. Ja, das ist doch schon mal super. Ich habe auch selber ganz gute Erfahrungen zum Beispiel mit Lichttherapie gemacht und da schreibt ihr auch drüber. Hast du sowas auch für dich mal ausprobiert, so eine Lichttherapien? Ja, also ich habe schon wirklich ein breites Spektrum an Therapien einfach mal getestet, weil es mich interessiert hat. War auch eins die Lichttherapie. Hilft auch relativ gut. Problem ist nur, dass es sehr, sehr zeitaufwendig ist. Dieses Lichttherapiegerät steht ja meistens beim Hautarzt. Also es sieht aus wie so ein Solarium, ist es aber nicht, weil die Leuchtstoffröhren sind eben speziell. Das Licht ist auf eine spezielle Wellenlänge eingestellt und gibt es quasi dann nur beim Hautarzt. Und dann musst du halt 3 bis 5 Mal die Woche zum Hautarzt, was, wenn du Zeit hast, gut ist, weil es natürlich sehr schonend ist. Auf der anderen Seite halt einfach mega, mega zeitaufwendig. Ja, also genau das ist auch das Problem an der Sache. Es gibt halt an allen Dingen irgendwie so Vor- und Nachteile. Ne? Ich würde jetzt, weil du es am Anfang auch erwähnt hast, trotzdem nochmal zum Thema Ernährung gehen. Auch wenn es da auch individuell ist, was machst du denn oder womit hast du positive Ergebnisse erzielt? Wie ernährst du dich?
Also per se ist es ja so, es gibt ja, wenn man mal oben drauf sieht, gibt es ja Lebensmittel, die entzündungsfördernd wirken. Es gibt andere, die eher neutral sind und es gibt welche, die, die negativ wirken. Also entzündungsfördernd sind vor allem so fettes Essen, Weißmehl und so weiter, wo man eh schon weiß, dass es vermutlich nicht gesund ist. Hm. Das sind schon mal Sachen, wo ich quasi zumindest ein bisschen drauf schaue. Geht nicht immer, weil gerade irgendwie die Bäckerkultur in Deutschland, also ich an jeder Ecke gibt es einen Bäcker und wenn ich mal irgendwie Hunger habe und schnell was essen möchte, dann ist das halt das Einfachste. Hm. Aber versucht zumindest auf solche Lebensmittel zu verzichten, die eben ja, entzündungsfördernd sind. Und ich habe auch eine Zeit lang mal ein bisschen mit verschiedenen Ernährungsformen rumexperimentiert. Aber bin für mich da jetzt nicht weitergekommen, weil da braucht man auch ein bisschen Zeit. Und die habe ich mir nicht genommen. Ich finde, das ist aber ein wichtiges Thema. Ich spreche das tatsächlich auch richtig oft im Podcast an und auch bei Social Media, dass Ernährung schnell auch mal extra Stress macht. Also, wie soll ich sagen? Ernährung ist für viele und Körperthemen ist eine Säule, die natürlich Auswirkungen hat. Aber wir sind ja auch Menschen, die Fehler machen. Und ich kenne so viele, die fast schon in Essstörungen gerutscht sind oder Angst bekommen haben vor bestimmten Lebensmitteln, sich das ganze Leben sozusagen erschwert haben. Und das finde ich irgendwie schwierig. Und das ist so ein Druck auch, den man manchmal von außen kriegt. Man muss doch einfach nur auf Zucker verzichten. Mach das doch mal und verzichte doch mal auf dies und jenes. Und dann wird es schon. Und so denkst du so, okay, und wenn ich es nicht packe, bin ich dann ein schlechter Mensch? Also bin ich dann schuld an meiner Krankheit? Das ist irgendwie so ein fieses Thema teilweise. Das ist ein super fieses Thema. Also ich habe das ja auch mal durchgemacht. Ich kann da mal eine Anekdote erzählen. Ich glaube, vielleicht habe ich das letzte Mal auch schon erzählt. Ich habe vor Jahren mal so eine Therapie von oder eine Ernährungsform von einem Arzt aus Amerika, dem Dr. Pagano, ausprobiert. Mhm. Das ist relativ einschränkend. Also er schreibt genau vor, welche Lebensmittel gut und welche nicht gut sind. Hat mich dann in meiner Ernährung extrem eingeschränkt. Und ich habe das dann 4 Monate durchgezogen und hat irgendwie jetzt bei mir nichts gebracht. Und dann haben wir gedacht, okay, das war schon okay, war machbar. Und ich habe damals noch in der WG gewohnt. Mit einem guten Freund von mir und und der hat mir dann eben ein paar Wochen, nachdem ich aufgehört habe, die Ernährung umzusetzen, hat er mir erzählt, quasi wie schlecht gelaunt ich war und wie unausgeglichen und dass es irgendwie ziemlich furchtbar war. Und mir war das gar nicht so bewusst quasi in der Zeit. Und ich hab natürlich gemerkt, dass das sehr, sehr einschränkend war. Ich habe das wirklich immer gedacht, das muss ich jetzt 100% durchziehen, weil sonst bringt es ja eh nichts. Und habe mich da vermutlich unterbewusst sehr, sehr gestresst und sehr, sehr, ja, sehr unter Druck gesetzt. Und dann ist eigentlich das Gegenteil passiert. Vor allem nach 4 Monaten hätte ich, glaube ich, keinen Tag mehr weitermachen können. Von dem her eher langsam beginnen und sich rantasten, würde ich jetzt im Nachhinein eher bevorzugen. Ja, also ich bin auch so der Mensch, also ich glaube, dass teilweise bei bestimmten Menschen das super schnell anschlägt, wenn sie vegan sich ernähren, zuckerfrei. Also ich habe auch positive Erfahrungen gemacht, seitdem ich kein Fleisch mehr esse und so. Es gibt dann schon eindeutige Zeichen auch, aber man rutscht halt auch schnell in diesen Gedankengang rein, ich habe es nicht gut genug gemacht. So andere kriegen das hin und bei mir klappt es nicht, weil ich das nicht gut genug gemacht habe. Und das ist meiner Meinung nach genau der Glaubenssatz, der ja auch dazu führt, dass man Hautthemen bekommt. So. Also es dreht sich alles dann um dieses nicht gut genug Thema. Die eigenen Ansprüche, wie du vorher gesagt hast. Genau, da sind wir wieder. Ja, also genau, finde ich irgendwie schön, dass wir es trotzdem angesprochen haben, weil ich glaube, da fühlen sich jetzt auch viele, können mal durchatmen, weil das viele kennen. Und dann sehen sie so Ernährungsberater oder es gibt ja auch so ein paar hier und da Leute, die darüber sprechen im Internet. Ja, macht es doch so und so und dann ist es ganz einfach und die sich dann fertig machen, wenn sie es nicht hinkriegen. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Also ich glaube, Ernährung ist sehr, sehr wichtig bei Hautkrankheiten wie Psoriasis oder auch Neurodermitis und der Darm sowieso. Aber man muss einfach einen Weg für sich finden, um sich nicht zu sehr unter Druck zu setzen und irgendwie das Ganze vielleicht nicht zu strikt zu machen, weil da leidet die Lebensqualität ja auch wieder irgendwo.
Ja, so intuitiv wäre halt gut, wenn man es schafft, zu spüren, was einem gerade, was man wirklich gerade braucht und irgendwie so einen guten, ja, intuitiven Weg halt. Ich habe so eine Erfahrung übrigens auch gemacht, da war ich 14 und habe ein Jahr lang auf Zucker, so Weizen, Milchprodukte, auf ganz viele Gemüse und Obstsorten verzichtet. Ich habe wirklich super wenig gegessen in der Zeit. Das war auch eine ganz crazy Diät, die ich da machen musste, verbunden mit einer Bioresonanztherapie wegen meinem Darm. Auf jeden Fall habe ich in dieser Zeit, ich meine mit 14 Jahren, weißt du, da fing das bei mir an mit rausgehen, feiern gehen, normal sein wollen, was jetzt auch nicht unbedingt immer das Beste ist, aber auf jeden Fall war das sehr einschränkend, logischerweise. Und es hat so weit geführt, ich esse richtig gerne, also ich bin ein total guter Esser, dass ich in der Zeit manchmal 2-3 Tage nichts gegessen habe, weil ich keinen Bock hatte. Und das war nicht gut, also es war richtig gefährlich schon, was ich da gemacht habe. Einfach nur, weil ich Angst hatte, was falsch zu machen. Und wenn ich dieses Jahr unterbreche, dass ich dann auf einmal meinen Darm wieder zerstöre, so nach dem Motto. Also wir dürfen unserem Körper vielleicht auch ein bisschen was zutrauen und ja, einfach Freundschaft schließen mit dem Darm und der Haut. Naja, gut. Was würdest du jetzt sagen? Kann man Schuppenflechte in den Griff bekommen? Die Antwort ist ziemlich sicher ja. Also es gibt natürlich immer solche und solche Fälle, aber in den meisten Fällen geht es in den Griff zu bekommen. Also sei es durch die klassische Schulmedizin, sei es aber auch durch irgendwelche alternativen Heilmethoden, Ernährungsumstellungen, Stresstraining, Stressreduktion. Man muss halt einfach nur die richtigen Stellschrauben für sich finden. Ja, und diese Selbstverantwortung auch übernehmen, was du auch am Anfang gesagt hast. Ich glaube, wenn man sich immer irgendwo hinsetzt und sagt, gib mir mal die Lösung und mach mal, wird man den Weg länger gehen, denke ich. Das glaube ich auch. Und genau, also man stößt dann halt immer wieder an seine Grenzen, wenn man versucht, sich irgendwie durchziehen zu lassen durchs System. Also die Ärzte haben einfach nicht viel Zeit. Wenn man da in der Sprechstunde sitzt, dann haben die keine 5 Minuten oder 5 Minuten für dich Zeit. Und da geht halt nicht großartig in die Tiefe gehen, sondern da geht es wirklich nur darum, eine geeignete Therapie zu finden. Und wenn du dem gutes Input gibst, dann findest du die Therapie leichter, die du brauchst. Oder wenn du weißt, welche Lebensmittel du brauchst und nicht brauchst, wie du gesagt hast, wenn du auf den Körper hörst, dann ist es halt leichter, zur Ernährungsberatung zu gehen und zu sagen, hey, ich brauche Hilfe, lass uns mal ein Konzept für mich entwickeln. Ja, total. Und so weiter. Also das... Also ich glaube, Wissen ist so wichtig in den ganzen Bereichen. Ja, voll. Und das Wissen könnt ihr euch sozusagen als allererstes schon mal bei Farbenhaut holen, weil da ist es schon vorgefiltert und in guten Rahmen gepackt. Was würdest du ansonsten jemandem raten, der jetzt zuhört, vielleicht gerade auch sehr hilflos und mit dem Thema ist und vielleicht auch schon ein bisschen die Hoffnung verloren hat, was würdest du demjenigen raten, was soll er jetzt tun? Das ist ja auch kein Einzelthema. Also ganz viele Leute haben so die Hoffnung verloren oder aufgegeben. Zum einen haben die Therapien, also wenn man wieder zur klassischen Schulmedizin sich neigt, haben die Therapien sich in den letzten 10 Jahren brutal verändert. Das Spektrum an Therapien hat sich vergrößert. Also es gibt viel, viel mehr Therapien. Es gibt viel wirksamere Therapien. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, sich einfach auch mal gezielt den anderen Bereichen zuwenden, sowas wie Ernährung, wie alternativen Heilmethoden, Ursachenfindung, das ist ein total wichtiger Punkt. Und an den Punkten ansetzen und einfach nicht aufgeben. Also ich kenne den Impuls ja, dass man sagt, irgendwann man kann nicht mehr, man will nicht mehr und die letzten Monate, Jahre hat nichts funktioniert. Aber ich glaube, aufgeben ist der falsche Weg. Es gibt dann halt einfach 3 andere Wege, die man testen kann. Ja, auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Ich weiß nicht, ob ich da einfach zu naiv bin, aber ich glaube immer, es gibt für jeden eine Lösung. Also wenn man zumindest offen dafür ist, wird man bessere Möglichkeiten finden, als wenn man davor die Augen verschließt, sagen wir es mal so. Absolut. Und wo findet man denn nun Farbenhaut und dich und wo kann man jetzt Teil deiner Community werden? Genau, also Farbenhaut gibt es online, farbenhaut.de. Wir sind aber auch
bei Facebook, bei Instagram, bei Pinterest unterwegs. Unsere Community ist bei Facebook. Da gibt es unter anderem eine geschlossene Facebook-Gruppe, in der man sich mit anderen super austauschen kann. Sind wir auch aktiv, die Moderatoren. Und ja, und da gibt es wirklich tolle Tipps und da merkt man erstmal, wie wichtig andere Menschen sind, die in der gleichen Situation sitzen wie man selbst. Also es ist total spannend. Da wird man mit offenen Armen aufgenommen. Schön. Genau, also wissen wir jetzt Bescheid. Ich werde das alles in die Shownotes packen und dann könnt ihr alle loslegen und voller Hoffnung eure Lösungen finden. Genau. Ja, letzten, möchtest du noch was teilen? Genau. Genau, im letzten Satz, weil bei uns ist immer so, das Thema Wissensgenerierung ist für mich total wichtig. Und deswegen gibt es jetzt auch Ende März gibt's die Farbenhard Akademie startet. Akademie bedeutet tatsächlich, wir bilden Leute, Betroffene vor allem, in den verschiedenen Bereichen der Hauterkrankung weiter. Haben uns dazu 30 Experten an Bord geholt, unter anderem dich, ja. Ja. Und genau, gehen dann ganz, ganz stark in verschiedene Themen. Also sind Fachkräfte wie Hautärzte, Ärzte allgemein, Psychologen, Psychiater, Ernährungsberater, Kosmetiker, Heilpraktiker und so weiter dabei, die wirklich die ganz verschiedenen Themen beleuchten und so helfen, ja, noch mehr Wissen zu generieren und ja, sich neue Impulse zu holen, falls irgendwie die alten ausgehen. Sehr gut. Also Wissen ist Macht in diesem Feld. Das ist mein Lieblingssatz. Sehr, sehr gut. Dann werde ich die Akademie auf jeden Fall auch verlinken. Und die findet man dann, hast du dir die Webseite auch gesagt schon, oder findet man die auch bei Farbenhaut wahrscheinlich, ne? Genau, gibt es bei Farbenhaut. Also es gibt farbenhaut.de/Akademie. Kann man sich anmelden quasi, dass man nichts verpasst. Wenn ihr uns aber bei Facebook oder Instagram oder folgt oder unseren Newsletter abonniert, da bekommt ihr auch mit quasi, wenn es startet, wird der 23. März sein. Sehr gut. Schön. Dann danke ich dir auf jeden Fall bis hierhin. Hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht und wir haben, glaube ich, da nochmal vielen Menschen helfen können. Und ja, wenn du nichts mehr zu sagen hast, du kannst dich natürlich noch verabschieden, dann würde ich auch mich verabschieden. Aber sag gerne auch nochmal letztes Wort. Genau, also vielen Dank für das spannende Interview. Fand ich super. Und ich glaube, ich habe alles gesagt, was mir wichtig war. Wenn es irgendwie Fragen gibt oder Anregungen, meldet euch gerne bei uns. Es gibt ein Kontaktformular auf der Homepage oder bei Facebook. Genau, wir geben jetzt keine individuellen Ratschläge, wie die und die Therapie ausprobieren, aber wir geben auf jeden Fall neue Impulse. Super. Dankeschön und danke für eure Arbeit, die ganz wichtig ist. Und dann, ja, du da draußen, vergiss einfach nicht, du darfst gesund sein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.